Hallo Seekreuzfreunde, hallo Kapitäne, willkommen zurück zu einer neuen Folge im Fokus. Heute zeige ich euch den schweren Kreuzer USS Indianapolis auf Tierstufe 7 in der Version 0.8.9. Ich bin mit der Indianapolis eine Runde unterwegs gewesen und anhand meines Gameplays versuche ich euch das Schiff natürlich wieder ein bisschen näher zu bringen. Das Schiff hat seinen Release im Mai 2016 gefeiert und es ist trotzdem ein Schiff, was ich finde sehr selten gespielt wird, obwohl es sogar zwischenzeitlich sogar kostenlos zu erspielen war. Warum das Schiff eher selten gespielt wird, versuche ich euch mal hier vielleicht ein bisschen zu erklären und näher zu bringen. Zumindest sind das meine subjektiven Eindrücke von diesem Schiff und ja, lassen wir uns mal überraschen und sind gespannt auf die kommenden Minuten und auf das Spiel. Bevor wir aber hier tiefer einsteigen, kommen wir erstmal zur Aufstellung. Auf jeder Seite haben wir zwei Flugzeugträger, 5 Schlachtschiffe, nur 2 Kreuzer und 3 Zerstörer. Ich und die Miyoko, wir sind jeweils nur als Kreuzer bei uns im Team unterwegs. Und ja, wenn wir uns mal ganz kurz auf die Minimap konzentrieren, dann sehen wir schon Acasta, die eigentlich für uns ein bisschen spotten und aufdecken sollte. Setzt hier erstmal schon mal gekonnt zum Rückzug an. Hinter uns New York natürlich sehr langsam unterwegs. Dann haben wir noch eine King George und eine Lyon, die entsprechend zum Support kommt. Aber erstmal sind wir vorne schon auf uns allein gestellt. Deswegen haben wir jetzt erstmal hier hinter dieser Insel positioniert und müssen natürlich hier gucken, dass wenn ich gleich zum Rund beginnt, Fokus Ziel sind, fahren hier ein bisschen rückwärts und versuchen erstmal die Nagato ein bisschen zu behaken und haben sie dementsprechend auch schon einmal in Brand gesteckt. Und das hat er auch schon direkt gelöscht. Deswegen versucht man natürlich gleich nochmal diesen nächsten Brand drauf zu setzen. Bevor wir aber hier richtig tief ins Gameplay einsteigen, komme ich mal ganz kurz zu den Besonderheiten. Wir haben es hier mit einem schweren Kreuzer zu tun, der eine gute AP-Munition hat, 203 mm, 2 Drillingstürme frontal angeordnet und einen am Heck. Und insbesondere gegen andere Kreuzer ist natürlich diese AP-Munition, wenn der gegnerische Kreuzer gut Breitseite zeigt, sehr effektiv. Zudem, ihr seht es unten drinne, wir haben Radar mit an Bord, natürlich auf Tierstufe 7 eine der Besonderheiten. Zudem 16,9 Kilometer Reichweite. Das macht sie natürlich sehr gut. Wir können hier richtig weit schön schießen, auf dieser Karte auch gut zu sehen. Nagato da hinten fast 16 Kilometer entfernt und trotzdem kommen wir da ohne Probleme ran. Aber der erste große Nachteil und eine große Schwäche bzw. Schwachpunkt von diesem Schiff, eine Nachladezeit von sagenhaften 14,3 Sekunden. Zudem habt ihr hier die Auswahl zwischen defensivem Flakfeuer und dieses ist auch wirklich sehr brauchbar und gut oder dem hydroakustischen Modul. Das habe ich nämlich hier unten eingebaut. Ihr seht es, ja, ist gerade nicht aktiv, aber wir haben 4 Einheiten hier drauf und ihr habt außerdem die Wahl zwischen einem Flugzeug, ja, das ist hier der Fighter, den wir hier auswählen können, oder halt Radar. Ich denke mal, darüber brauchen wir nicht drüber reden, dass das Radar natürlich viel effektiver ist und dementsprechend hier auch bei mir zum Einsatz kommt. So, es geht auf unserer Seite schon ein bisschen hier los mit dem Remidemi, Acasta und T-22 sind hier nämlich als Zerstörer unterwegs. Wir haben in der Zwischenzeit auch schon einmal Radar gezogen und mussten uns hier ein bisschen weiter zurückziehen, damit wir nicht gleich vorne im Fokusfeuer drin sind. Mittlerweile haben es auch ein paar andere Schiffe hinter uns geschafft und ja, wir sehen jetzt, dass wir auf die Acasta versuchen wollen zu wirken und drauf schießen. Verstecken sich natürlich hier vorne im Nebel. Unsere Acasta macht hier so ein bisschen den Rückzug und deckt nicht wirklich vorne was auf. Zum Glück haben wir auch RPF hier mit drin. Ich habe nämlich meinen Des Moines-Kapitän hier als 19er Kapitän auf der Indianapolis mit drauf. Und hier werden wir von den Flugzeugen angegriffen und da können wir dann ein bisschen noch abwehren. Also nicht direkt angegriffen, die New York wird angegriffen. Aber wir mit unserer relativ guten AA helfen da natürlich mit. So, wir stehen hier irgendwie als Kreuzer in vorderster Front. Schauen wir mal auf die Minimap, ist der Gegner doch sehr weit über die Karte verstreut und wir sind doch hier zumindest auf unserer Seite mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schiffen ziemlich zentral angeordnet. Wir haben irgendwie gar keine richtige Breite drin im Spiel und da hat es auch die New York auf unserer Seite schon erwischt. Ja, so kommen wir auch direkt schon zum Spielstil der Indianapolis. Alleine, finde ich, ist dieses Schiff im Spiel ziemlich schwierig zu spielen, da sie wirklich ja wenig Potenzial hat, das Spiel richtig zu carryen, also an sich zu greifen, dass ihr die Truppe richtig anführen könnt. Obwohl ich hier natürlich in vorderster Front irgendwo agiere, weil ich es ja irgendwo auch muss, weil alle anderen Schiffe fahren hier weg. Das ist aber eigentlich nicht richtig die Rolle von der Indianapolis, sondern sie ist mehr der Supporter. Ja, irgendwo vielleicht neben einem Schlachtschiff kann sie ganz gut wirken, aber eigentlich nicht alleine. Warum kann sie nicht richtig alleine wirken?
Wegen der langen Nachladezeit. Das macht sie einfach nicht zum richtigen Zerstörerjäger. Obwohl sie Radar hat, was natürlich sehr, sehr gut ist auf D-Stufe 7, braucht sie aber jemanden, der einfach mit auf die Zerstörer wirkt oder halt auf entsprechende Schiffe. Wenn wir sie aufdecken durch Radar, brauchen wir natürlich ein konzentriertes Feuer darauf. Und das kann die Indianapolis mit 14,3 Sekunden Nachladezeit einfach nicht leisten. Zudem sehen wir es ja auch, ich muss wirklich die Inseldeckung nutzen, um hier nicht unter schweren Feuer zu geraten. Auf der anderen Seite sind einfach zu viele starke Schiffe und ich muss hier immer hin und her manövrieren, gucken, dass ich nicht aufgehe und anvisiert werde. Wir haben eigentlich Schlachtschiffe auf unserer Seite, aber da wirkt momentan keiner so richtig sich ins Gefecht und dementsprechend müssen wir hier gucken, dass wir die Runde ja erstmal ruhig angehen. Natürlich auf der anderen Seite die Zerstörer hier fokussen, ne, Akasta ist da offen, T-22 ist da offen und diese Schiffe müssen erstmal rausgehen, dass wir hier auch ein bisschen offener agieren können, damit uns diese Zerstörer nicht die ganze Zeit offen halten, wir anvisiert werden von den Schlachtschiffen, die da hinten auf uns lauern. Ihr könnt natürlich mit diesem Schiff auch ein bisschen auf Reichweite agieren, sprich, ihr nutzt eure Reichweite von 16,9 Kilometer aus, bleibt ein bisschen zurück, stellt euch vielleicht Bow-On zum Gegner hin und versucht ihn ein bisschen durch eure HE zu nerven. Ihr seht hier oben 4 Brände haben wir gesetzt bei 26 Treffern, das ist ganz okay, damit kann man arbeiten und gerade natürlich gegen die Schlachtschiffe, ja, solltet ihr dann versuchen, eure Brände zu legen, die Gegner ein bisschen zu nerven und ja, nutzt ruhig die Reichweite aus, wenn ihr nicht wie ich hier gerade eine schöne Insel vor euch habt und entsprechend Deckung für euch. Ja, und schauen wir uns mal ganz kurz die Konstellation jetzt an. Die T-22 muss jetzt endlich mal rausgehen, da unsere Akasta auch endlich mal ein bisschen offensiver agiert und sie entsprechend auch aufdecken konnte. Aber wir haben doch tatsächlich schon drei Schiffe auf unserer Seite verloren und der Gegner erst ein Schiff. Der Gegner ist schön breit aufgestellt. Wir sehen so auf der anderen Seite, dass eigentlich nur eine Gneisenau und eine Lyon, die jetzt bei uns gerade Richtung Cap fährt. Ansonsten drückt der Gegner schon Richtung Cap. Ja, wir sind hier schon ein bisschen schon zerstreut und der Gegner steht uns ziemlich kompakt gegenüber. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir hier nicht gleich weggepusht werden auf der Seite. Aber ich kann euch versprechen, diese Runde wird noch sehr interessant hier werden. Und jetzt ist die Akasta nämlich offen und dieses Schiff muss doch endlich mal weg, damit hier der Gegner sein Auge vorne verliert und nur noch mit Schlachtschiffen irgendwo agieren kann. Hier setzen wir unseren nächsten Brand. Die Ausbeute von Bränden ist wieder ganz okay, 6 von 40. Damit können wir hier sehr gut arbeiten. So, jetzt haben wir doch endlich die Akasta vom Gegner erledigt und das macht unsere Situation natürlich hier viel komfortabler. Wenn unsere Akasta das nämlich jetzt clever anstellt, dann haben wir hier nämlich ein Auge, was von spottet und natürlich auch noch Torpedos abwirft. Das ist natürlich gegen die New Orleans Colorado und die König hier vor uns ja wesentlich einfacher macht. Wir ziehen es hier ein bisschen zurück, müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir hier keine Breitseite zeigen. Der Fuso lassen wir mal ein bisschen mal den aktiveren Part hier vorne. Die kann noch ein bisschen was tanken, müsste sich jetzt ein bisschen besser hinstellen. Also nicht so sehr Breitseite zu den Schiffen, die jetzt da kommen. Und ja, wir müssen jetzt hier einfach wegfahren. Wir können das hier jetzt nicht riskieren, hier uns Bow-On hinzustellen und vielleicht wegpushen zu lassen. Jetzt können wir aber unsere Türme ausrichten. Ihr seht oben, ich bin nicht mehr anvisiert. Das war ich nämlich eben gerade noch gewesen. Und jetzt nutze ich die Möglichkeit, wo ich nicht anvisiert bin, alle Türme in Position zu bringen, können hier die König einmal in Brand setzen und hoffentlich jetzt gleich aus dem Gefecht rausnehmen. Und dann, da seht ihr auch schon, jetzt kommen die Torpedos von der Colorado. Die hat die Akasta natürlich gar nicht auf dem Schirm gehabt und es wird gleich richtig scheppern. Ja, und eben war sie noch fast voll gewesen und jetzt hat sie nur noch knapp 20 km Hells. Ja, jetzt sehen wir mal wieder, wie wichtig es ist, wenn wir unsere Zerstörer supporten und die gegnerischen Zerstörer fokussen und rausnehmen. In der Situation ein Riesenvorteil für uns auf dieser Seite jetzt gewesen. Die Colorado bremst jetzt fast ab, hat noch einen Brand und das müssen wir jetzt einfach hier schaffen, diese Seite zu halten, weil auf der anderen Seite kommen noch genug Gegner. Ihr seht oben, wir sind momentan noch mit einem Schiff in Unterzahl, deswegen ist es hier wichtig, dass wir diese Seite endlich ja räumen können. Haben wir jetzt mit der Colorado auch geschafft. Jetzt gibt es nur noch die New Orleans, die hier ja einen kleinen Faktor hoffentlich nur noch spielt, aber wir haben natürlich mit der King George hier einen größeren Vorteil mit dem Schlachtschiff unserer Seite. Jetzt, wo das Gefecht mal eine ja, kleine Pause macht, weil wir jetzt nur die New Orleans zum Beschießen haben, möchte ich euch mal ganz kurz meine Verbesserung vorstellen, die ich hier auf diesem Schiff fahre. Ist natürlich immer nur eine Empfehlung von mir. Im Slot 1 habe ich die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 verbaut. Im Slot 2 könnt ihr aus meiner Sicht auswählen, ob ihr Steuer oder den Antrieb verbaut.
Im dritten Slot habe ich das Zielsystem drinne. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr habt oft CVs im Game, die Flakbewaffnungsmodifikationen einbauen. Und im vierten Slot entweder Steuergetriebe oder Antriebsmodifikation 2. Ist so ein bisschen auch Spielstil abhängig, ob ihr mehr steht und entsprechend ja die Antriebsmodifikation lieber einbaut oder lieber fahrt und ein bisschen wendiger sein wird, möchtet, dann baut ihr natürlich Steuergetriebe-Modifikation 2 ein. Als Kapitän nutze ich hier unseren Captain Halsey, den ich bei mir auch auf der Desmo ansetze. Da habe ich geskillt, ist so ein bisschen CW-Skillung auch drin, aber ich denke mal, die ist ziemlich gut allgemeingültig. Im ersten Slot vorrangiges Ziel, weil ich einfach immer wissen möchte im Kreuzer, von wie vielen Leuten ich hier beschossen werde. Im zweiten Slot habe ich Elite-Schütze und Adrenalinrausch geskillt. Im dritten Slot Inspekteur und Sprengmeister. Inspekteur natürlich, weil wir hier unsere Fähigkeiten mit Radar haben und das natürlich ausnutzen wollen. Und im vierten Slot die Funkortung und natürlich den Tarnungsmeister. Ganz wichtig auf unserem Kreuzer hier. So, die New Orleans haben wir jetzt irgendwie nicht geschafft rauszunehmen. Die ist da gut weggekommen. Aber wir müssen uns jetzt hier um die andere Seite kümmern. Hier ist eine Lyon und vor uns die Nikolai, die sich jetzt gerade vor uns eingenöbelt hat. Müssen wir aufpassen natürlich, dass die nicht unsere Schlachtschiffe da behagt. Deswegen nehmen wir jetzt auch schon ein bisschen Fühlung auf, fahren mal Richtung Nebel, weil wir haben natürlich unseren Radar noch ready. In der Zwischenzeit beschießen wir hier die Lyon auf 15 Kilometer, versuchen hier wieder schön angewinkelt zu stehen, nicht zu viel Breitseite zu zeigen, weil wir sehen oben dreimal anvisiert und da kommt auch schon die Salve von der Lyon. Und da hoffen wir, dass die jetzt nicht gut gezielt haben, weil wir ein bisschen Glück haben. Aber ihr seht schon, dadurch, dass wir hier Bow on stehen, glaube ich, war jetzt gar kein Treffer sogar drauf gewesen oder zumindest kein größerer Schaden, gar kein Thema für uns. Ja, die Breitseite können wir hier nämlich der Nikolas R anbieten. Zünden jetzt unser Radar. Ich hätte eigentlich in der Zeit auch schon Hydro anmachen können. Bisschen fahrlässig gewesen, aber gut, sie steht da hinten im Nebel. Sie hat einen bisschen blöden Winkel gehabt für Torpedos, deswegen kamen jetzt auch keine Torps. Und jetzt fahren wir ein bisschen weiter raus. Und dann ist sie auch gar kein Problem. Mit der ersten Salve nehmen wir sie hier aus dem Spiel. So, wir haben die Situation jetzt ein bisschen zu unseren Gunsten, ja, umgestellt. Aber nichtsdestotrotz, hier kann auch alles passieren, gerade weil 2 gegen 2 CVs, das macht natürlich ja vieles aus. Guter CV, schlechter CV können ja hier so ein Spiel noch durchaus locker drehen und natürlich richtig beeinflussen. Wir stehen noch bei 14.000 Health-Punkten von 32, ist natürlich auch nicht mehr so viel. Wenn uns da eine richtige Lyon-Salbe erwischt, dann haben wir natürlich auch ein Problem. Deswegen wollen wir das natürlich nicht unbedingt zulassen und hier kommt die Atlanta rein. Wir haben jetzt HE drinne, AP wäre natürlich günstig, deswegen switchen wir jetzt direkt um. Eine HE-Salve gleich raus, die hat man nämlich drin gehabt. Und dann laden wir auf HE um. Und mal gucken, ob wir es schaffen, hier mit einer Salve die Atlanta rauszunehmen. Die fährt natürlich uns schön mit einer Breitseite rein und ja, wenn wir da jetzt ein bisschen Glück haben, dann sollten wir das auch schaffen, die rauszunehmen. Und genau zwei Zitas und die Atlanta ist entsprechend raus. Da oben New Orleans lebt noch, unsere Bomber behaken die jetzt gerade ein bisschen, deswegen können wir jetzt weiter auf die Lyon schießen. Haben wir wieder HE drin, könnte man jetzt auch vielleicht, weil sie gut Breitseite gefahren ist, auch mit AP, ja, gut Schaden zufügen. Aber na, RNG ist sonst gut gesonnen, wir legen nehmen wir den Brand da drauf und lassen den ein bisschen ticken. In der Zwischenzeit haben wir da natürlich die Lyons hier im Blick gehabt, Kanonen schnell gedreht, eine Salve drauf, Brand und zerstört. Das ist unser viertes Schiff hier in der Runde. Lyon kriegt auch nochmal eine Salve ab. Und mal gucken, ob wir jetzt den Kraken jetzt schon voll machen. Aber mit HE könnte das, ja, Unterstützer gedroppt. Aber leider fehlen uns 1350. Für den Kraken jetzt nochmal die Salve drauf. Mal sehen, welche Geschosse jetzt schneller sind. Wir hätten natürlich jetzt gerne den Kraken hier schon mitgenommen. Aber Lyon dreht jetzt auch mal ein bisschen ab. Ja, leider ein bisschen verämt. Und so kann hier vielleicht gleich noch jemand anders abstauben. Genau, King George hat jetzt den Brand draufgelegt und ja, die Lyon versenkt. Kraken haben wir leider erstmal nicht gedroppt, aber ich denke mal, wir haben gut in der Mitte supportet. Ja, was können wir vielleicht zu Indianapolis nochmal zusammenfassend sagen? Na, das Schiff, wie ich schon erwähnt habe, lebt natürlich von seiner guten Reichweite und dem Radar auf Tier 7 weiterhin stark von seinen Mitspielern. In 1 gegen 1 Situationen
hat man es schwer und wird gegen viele einfach den Kürzeren ziehen. Deswegen, ihr seid hier ein Supporter, guckt, dass ihr euch irgendwo in der Gruppe aufhaltet, ihr braucht einen Spotter vor euch, das ist immer ganz angenehm, oder Schlachtschiffe, die einfach tanken. Und gegen Zerstörer hat man dann trotz des Radars nur geringfügig etwas auszurichten. Man kann natürlich, ja, ein, zwei Salven rausbringen, ob man die dann mal trifft, ist natürlich auch immer die andere Frage. Die Nachladezeit ist hier einfach sehr hoch. Um hier einfach auf vernünftige Schaden zu kommen, braucht man wirklich eine gute Runde, wo ihr entsprechend auch gute Ziele habt, arbeitet mit eurer Reichweite, dann könnt ihr auch entsprechend Schlachtschiffe hier gut nerven. Das Potenzial des Schiffes ist durch die hohe Nachladezeit dann eher mittelmäßig, zumindest von mir so eingeschätzt. Und das führt sicherlich häufiger dazu, dass vom Einzelspieler das Schiff weniger bevorzugt wird. Und obwohl es eine Premium-Eigenschaft natürlich hat oder ein Premium-Schiff ist, sieht man es einfach nicht ganz so häufig im Spiel. So, ich denke, die Runde haben wir hier gewonnen. Daran sollte es jetzt eigentlich keinen Zweifel mehr geben. Die beiden Flugzeugträger sind hier noch offen. Jetzt versuchen wir hier nochmal, um diese Krake vielleicht mitzunehmen. Ihr seht HE und eine Zita drauf geschossen. Ja, ist möglich für alle, die das vielleicht nicht so häufig gesehen haben. Ja, Doppelbrand nochmal drauf. Und jetzt im Nachgang schafft man doch noch endlich unseren Kraken. Also ich denke mal, hier haben wir eine ganz gute Runde abgelegt mit 13 Brennen. Kraken haben wir geschafft. Unterstützer zudem mitgedroppt. Ja, wir hätten jetzt auch mit in den Cap reinfahren können zum Durchcappen von dem Yoko, aber wenn wir hier schon die Ranger hier vor uns haben, möchten wir natürlich eigentlich alle Schiffe hier zerstören, weil Zeit haben wir genug. Es sind noch 3 Minuten. Wenn da vorne die Ranger offen gehalten wird von unserem CV, können wir da vielleicht sogar nochmal ein bisschen drauf schießen. Aber die Miyoko hat vielleicht auch schneller unseren Cap-Punkt eingenommen. Ja, mal gucken. Furious ist da relativ dicht dran. Sie sollte die Ranger eigentlich ein bisschen offen halten. Und ja, ich denke doch, das war eine ganz nette Runde gewesen mit der Indianapolis. Und ich hoffe, ich konnte euch das Schiff ein bisschen näher bringen, ein bisschen zeigen. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, wenn ihr das Schiff in euren Hafen habt, mal auszuprobieren, mal wieder auszupacken, wenn ihr es länger nicht gefahren seid. Einfach mal auszuprobieren, vielleicht ein paar Tipps übernommen, die euch helfen, das Schiff einfach, ja, besser zu fahren oder besser ins Gefecht einzubringen. Mit dem Ende der Runde lasse ich euch jetzt noch mal ein bisschen alleine. Schaut euch gerne den Rest der Runde an. Ich blende euch danach natürlich noch die Screenshots ein. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn dem so ist, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hier habt ihr nämlich die Möglichkeit, alles mögliche an Informationen, Schiffsvorstellungen oder Update-News und so weiter, ja, zu erfahren. Ansonsten alle weiteren Links findet ihr bei uns in der Videobeschreibung drinne. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, im Fokus mit dem nächsten Schiff. Ja, alles klar. Bis dahin. Auf Wiederhören. Euer Toxic. Euer Secret Team. Bis bald.